Einmal hoch, hoch, hoch. Nein. Ah, Moment, ich bin unten gegen die Brücke. Aber da links konnte ich durch. So, nochmal. Hopp, hopp, hopp. Jawohl, geht doch. Sag ich doch, dass das geht. Wunderbar. Ist hier oben noch was? Da oben ist noch... Oh, da ist noch eine Tür. Okay, ich gehe erstmal hier rein. Mhm, mhm. Ins Gefängnis. Und da ist... hallo. Da ist Sue. Und der Dicke. Und Jack. Jack. Sue. Egal. Wir kommen nicht an sie ran. Das heißt, ich gehe mal hier hoch und... Ich gehe mal hier hoch und guck mal, was hier drin ist. Und wir sind über dem Gefängnis. Ja, wunderbar. Vielleicht kommen wir da ran. Nein, wir kommen hier nicht ran. Denn der Weg ist zu. Okay. Das heißt, ich gehe erstmal zu dem da unten, der geangelt hat. Vielleicht hat er ja irgendwas Tolles aus dem Wasser gefischt. Da, wo es so geglitzert hat in den Stacheln, an denen wir sonst nicht rankamen. Weil sie uns das Leben nehmen würden. Böse Stacheln. Hier oben ist auch nichts mehr. Und ja. Hier komme ich nicht hoch, denn, wie man sehen kann, pressen. Ich kann sie nicht verwunden. Selbst mit dem komplett aufgeladenen Laser nicht. Und wenn ich hier hochgehen würde, würden sie mich einfach zerquetschen und ich würde sterben. Deswegen mache ich das nicht. Ich habe keine Lust, nochmal anzufangen, weil ich überhaupt nicht weiß, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ich glaube, das war noch in Grasstown. Und das wäre jetzt wirklich ein wenig doof, nochmal alles wieder zu machen. Alles nochmal machen zu müssen, den Energietank zu holen und nochmal mit Curly zu reden. Nee, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Deswegen zeige ich euch das nicht. Das müsst ihr wohl selber mal ausprobieren. Ha. So. Oh, schieß nicht auf uns. Oder spuck deine Bubbles nicht. Es ist ein Eimer. Fisch geht hier, kommt hier rein, sobald er gefangen wurde. Hallo, was hast du uns denn zu sagen? Oh, hey, du bist es. Ich habe etwas Seltsames gerade eben gefangen. Du kannst es haben, wenn du möchtest. Es ist im Eimer hier. Okay, cool. Du schielst in den Eimer. Wenn du, nein, beim genauen Hinsehen siehst du, dass etwas am Boden des Eimers liegt. Und wir haben den Teleporter-Raumschlüssel bekommen. Wup, 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 wup. So, ah. Moment, auf dir lande ich. Zwischenstation. Und wir können in den Teleporterraum, da wo vorher kein Eintritt war. Hm. Okay, dich kann ich nicht verletzen. Hallo? Punkt, Punkt, Punkt. Du sagst uns nichts. Gut, wohin führt dieser Teleporter? Zu Arthurs Haus? Okay. Machen wir das doch. Killer-Roboter. Oh nein. Na toll. Okay, großartig. Game over. Nein, nicht wirklich. Aber hey, komm schon. Du bist nicht tot, oder? Aber wir sind dafür jetzt in der Zelle. Und... Na toll, Sue und Jack sind weg. Hallo. Nom nom nom. Oh, sieh mal, wer wach ist. Ich dachte, du wärst vielleicht tot. Du hast nicht gezuckt, egal wie oft Sue dich geschlagen hat. Das hier ist das Gefängnis. Die, die versuchen, den Doktor zu hintergehen, werden hier reingeworfen. Versuchsobjekte für seine Experimente zu werden. Zumindest ist das, was Sue gesagt hat. Bist du ein Freund von ihr? Von ihr? Du bist ein wenig zu spät. Sie war hier vorher noch mit uns drin. Ja, das habe ich gesehen. Und sie hat sich um dich besorgt die ganze Zeit. Aber nur ein kleines bisschen früher. Nein, ein kleines bisschen. Wie soll ich das richtig übersetzen? Vor gar nicht allzu langer Zeit kamen sie und haben sie mitgenommen. Okay, hm. Erstmal speichern. Das ist gut. Ja, ich möchte speichern. Auch wenn es hier anscheinend keinen Ausweg gibt. Hast du noch was zu sagen? Ach ja. Kurz bevor sie sie mitgenommen haben, habe ich gesehen, wie sie etwas in deine Tasche getan hat. Okay. Nein, nicht die Karte. Ein Brief. Mal sehen, was hat sie uns denn geschrieben? Möchtest du den Brief lesen? Ja. Hier ist Sue. Ich glaube nicht, dass ich dir jemals alles über uns erzählt habe. Oder sehr viel über uns erzählt habe. Wir kamen auf diese Insel von der Oberfläche auf einer Erforschungsreise. Professor Booster war in unserem Helikopter, außerdem meine Mutter und mein Bruder. Ein paar Assistenten und der Doktor. Er war da, um unseren medizinischen... falls wir medizinische Hilfe brauchten, uns zu helfen. Und hat es auch getan. Zumindest, bis er die Dämonenkrone gefunden hat. Diese Krone war einst der Besitz des Meisters dieser Insel. Und sie verleiht einem monströse magische Fähigkeiten, wenn man sie trägt.
Der Doktor wusste das, bevor er überhaupt zur Insel gekommen ist. Und deswegen hat er seinen Weg in unsere Gruppe gefunden, um überhaupt auf diese Insel zu kommen. Sobald er die Krone in seinem Besitz hatte, konnte sich ihm niemand mehr stellen. Wir hatten keine Wahl, außer unsere Forschung an der Insel unter seinem Befehl fortzusetzen. Der Doktor versucht, die Oberfläche der Erde zu beherrschen. Und zwar benutzt er wieder dazu die Insel als sein Hauptquartier benutzen. Ich denke, er plant zuerst die Oberfläche mit den Mimigas als Waffen anzugreifen. Auf jeden Fall war ich in der Lage, irgendwie zu entkommen, aber ich fürchte, die anderen Wissenschaftler sind bereits... Nun versucht er, die Unsuspekte, die Mimigas, die es noch nicht ahnen, was er mit ihnen vorhat, mehr und mehr rote Blumen anzubauen. Sobald er bereit ist anzugreifen, wird er die Mimigas in eine mörderische Wut treiben, indem er die Blumen benutzt. Wenn er seine furchtbaren Kräfte benutzt, wird er in der Lage sein, die wütenden Mimigas nach seinen Wünschen zu kontrollieren. Und das bedeutet, auch ich werde. Wenn du aus dieser Gefängniszelle entkommen kannst, such nach dem Versteck, das hier in der Plantation versteckt ist. Wenn meine Mutter noch sicher ist, sollte sie da sein und mit einen Gegenplan entwerfen. Bitte helfe meiner Mutter. Das Passwort ist Litagano Modscout. Das Passwort ist... Ach so, der Brief endet hier. Okay, gut. Nein, ich möchte ihn nicht nochmal lesen. Nein! So. Und auf einmal... Wir haben nur den Brief gelesen und auf einmal ist das hier der Weg offen. Klar, logisch. Aber was soll's, ich will mich nicht beschweren. Hauptsache, ich komme hier raus, denn ich habe keine Lust, den Rest meiner Tage hier in dieser Gefängniszelle zu verbringen, während der Doktor die Erde erobert. Und ja, das wäre schlecht. Und wir haben ja schon den kleinen Unterschlupf gefunden, in den wir nicht reinkamen, weil ein Passwort gefragt wurde. Der war hier. Und ich wusste ja erst nicht... Also, ich wusste schon, wie man hier reinkommt, aber ich hatte das Passwort nicht. Aber jetzt habe ich es. Was ist das Passwort? Litagano Modscout. Und wir kommen rein. Und eine grünhaarige Frau. Das wird wohl Sus Mutter sein. Hallo. So, du bist also der Retter, von dem Sue geredet hat. Oh, vielen Dank. Also, nein, nicht vielen Dank. Thank goodness. So, Gott sei Dank ist es mehr. Ich bin Momorin Sakamoto, Sus Mutter. Ich habe meine Chancen genutzt, an der Seite des Doktors zu arbeiten. Aber sobald er herausgefunden hatte, dass es die Samen gibt, hatte er keinen weiteren Nutzen für mich. Also hat er mich von der Kante der Insel werfen lassen. Chivalry. Dings, da heißt es. Egal, ihr müsst es einfach selber suchen. Chivalry ist tot. Das kann ich dir sagen. Aber das ist weder hier noch dort. Komisch. Im Moment arbeite ich daran, eine Rakete zu bauen. Eine, die zum Doktors Thron durchkommen wird. Ich habe noch nicht alle Teile. Aha. Ich muss das hier nur ausleihen. Nein, sie hat unseren Booster genommen. Ich brauche noch mehr Teile, um die Rakete zu beenden. Bist du gerade beschäftigt? Nö, sind wir nicht. Wir wissen nicht, was wir sonst tun sollen. Gute Antwort. Unser Retter. Auf jeden Fall. Egal. Meine Übersetzungskünste sind nicht die besten. Ich habe das vorher noch nie so on the go gemacht, deswegen verzeiht mir das. Hier, nimm das runter. Und wir haben eine Mimiga-Maske bekommen. Ja, toll. Hehe, charming, quite charming.
vielleicht ist es ein wenig groß, aber die Mimikas, die auf den Feldern arbeiten, sind nicht erlaubt, mit Menschen zu reden. Aber mit dieser Maske solltest du in der Lage sein, mit ihnen zu reden. Gut, sind sie wirklich so leicht, glaube ich, dass sie denken, ich wäre ein Mimiker, nur weil ich eine Maske trage? Okay, hast du mich soweit verstanden? Um die Rakete zu vervollständigen, brauche ich noch sehr viel elektrische Energie. Wenn du einen von diesen Sprinklern bekommen könntest, die sie dort draußen benutzen, denke ich, dass ich in der Lage wäre, damit zu arbeiten. Bitte bring mir einen Sprinkler zurück. Okay, machen wir das doch. Hallo, Rakete. Okay, die kann ich nicht untersuchen.